Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Paketformate der Zukunft, Fragezeichen, bewusstes Fragezeichen an der Stelle. Konkret reden wir über AppImage, Flatpak und Snap im Vergleich und ich muss mich vorab erstmal entschuldigen, denn man kann Dinge noch so häufig ausprobieren und testen. Sie funktionieren dann immer noch nicht, wenn man es braucht. Und kurz vor der Präsentation hat sich mein Ruder dazu entschieden, einen Neustart hinzulegen, weswegen wir jetzt leider 5 Minuten später anfangen. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem alle Informationen im Rahmen der Zeit hinbekommen. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Wer bin ich? Ich bin Christian Stankovic. Ich beschäftige mich mit Linux, Virtualisierung und Infrastructure as Code den lieben langen Tag. Das mache ich hauptberuflich. Das mache ich auch privat größtenteils. Beruf und Berufung gehen ineinander über, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und ich bin der Meinung, Every Linux is awesome. Vielleicht auch oder gerade deswegen Henna Montana Linux, was ich an der Stelle mal promote. Ihr findet mich auf Mastodon, da eben auf chaos.social unter st@stdevil. Ich blogge auch seit einigen Jahren und moderiere den Focus on Linux Podcast. Ja, und heute soll es darum gehen, was es denn mit diesen vermeintlich neuen Paketformaten so auf sich hat. Werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Wir beginnen erstmal gleich mit einer kleinen Motivation. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Warum beschäftigen wir uns an einem Samstag freiwillig mit Paketformaten? Was ist so der Status quo und die Problematik, der man sich vielleicht als Entwicklerin konfrontiert sieht heutzutage? Und dann schauen wir uns einfach mal die einzelnen Tools sukzessive an. Also AppImage, Flatpak, Snapcraft. Und abschließen möchte ich mit einem kleinen Ausblick. Also, wozu das Ganze? Naja, vielleicht beginnen wir erstmal damit und klären, was denn User so wollen. User wollen vor allen Dingen Stabilität, Aktualität und funktionale Updates. Ja, also wenn wir Software benutzen, dann sollte die bitte funktionieren, ohne uns dabei zu nerven. Updates sollen funktionieren, wir wollen möglichst aktuell sein. Das heißt, niemand möchte einen 5 Jahre alten Webbrowser heutzutage benutzen. Thema Benutzbarkeit ist auch wichtig und natürlich One-Click-Experience. Also nach Möglichkeit wollen wir einfach irgendwo doppelt draufklicken und es soll funktionieren, ohne dass wir uns groß Gedanken darum machen müssen. Naja, dem gegenüber steht aber ein Stückchen weit, was EntwicklerInnen so wollen. Denn die wollen vor allen Dingen, man mag es kaum erahnen, Code schreiben. Das ist das, womit die sich beschäftigen, den ganzen lieben langen Tag. Und das heißt, der Fokus da ist ein ganz anderer. Da geht es um Funktionalität. Man will Erwartungen testen und vor allen Dingen, und dem sieht man sich leider auch konfrontiert, was das GIF auf der rechten Seite darstellen soll, Paketierung. Paketierung kann wirklich sehr schmerzhaft sein und sehr zeitaufwendig. Und damit will sich eigentlich niemand so richtig rumärgern wollen, aus verständlichen Gründen. Warum ist das Ganze denn so schmerzhaft? Naja, wenn wir mal einen Blick auf die Linux-Landschaft werfen, was ja ein zentrales Thema auch der Kilux ist, naja, die Auswahl ist halt groß. Ja, wir haben RPM-basierte Linux-Distributionen, da haben wir Paketmanager wie YAML, DNF oder eben auch Zipper. Wir haben Debian-artige Betriebssysteme, da haben wir meistens apt oder apt-get. Dann gibt es natürlich noch Arch-basierte Distributionen, da ist vor allen Dingen Pacman nochmal als Beispiel zu erwähnen. Aber es gibt noch viel mehr da draußen. Ja, also wir haben noch Slack-Package, wir haben APK, wir haben Nix, was nochmal ein komplett eigenes Rabbit Hole ist, mit dem man sich auseinandersetzen kann, wenn man möchte. Und das sind jetzt erstmal nur Linux-Distributionen, die binärbasiert arbeiten. Das heißt, es sind Pakete, die kann ich mir in vorkompilierter Art und Weise herunterladen und kann sie benutzen. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Gattung an Linux-Distributionen, nämlich diese, die quellenbasiert sind. Da wäre zum einen mal als Ergänzung noch genannt, es gibt das AUR, also das Arch User Repository, wo man eben einfach sich seine Pakete selbst kompilieren kann auf Basis von vordefinierten Skripten aus der Community. Ich glaube, so kann man es möglichst einfach zusammenfassen. Es gibt bei Crux die sogenannten Ports und die Leute, die Gentoo Linux einsetzen, die kennen bestimmt auch das Portage-System an der Stelle. Das heißt, da brauche ich auf meiner Maschine entsprechend die Compiler und Entwicklungstools und wenn ich eine Software darüber installiere, dann wird die in Echtzeit auf meinem Rechner kompiliert. Ja, was auch nochmal wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und auch das ist noch nicht alles. Ja, also bei Ubuntu gibt es beispielsweise noch das PPA, das Personal Package Archive, wo Leute ihr eigenes Debian Repository aufbauen können. Und ihr merkt schon mit der ersten Folie muss man sehr viel Wenns und Aber noch dranhängen, weil es einfach viel gibt, was man noch ergänzen könnte.
Um euch jetzt nochmal vollends mit Informationen zu überladen, direkt am Anfang, können wir einen Blick auf folgende Tabelle werfen. Ja, die Qual der Wahl der Linux-Distribution, da ist grob ein bisschen zusammengestellt, welche Distributionen es gibt, wie lange die gepflegt und gewartet werden, welche Paketformate sie einsetzen, wo der Fokus liegt und auch wie viele Pakete in etwa zu erwarten sind. Ja, da kann man halt auch schon mal festhalten, es gibt natürlich Distributionen, die einen eher längeren Zyklus anstreben. Da wäre zum Beispiel einmal Rocky Linux und RHEL zu erwähnen, genauso wie SLES. Die haben alle mindestens 10 Jahre gegen Extramünz, sogar 13 Jahre Support. Und demgegenüber stehen natürlich so Rolling-Release-Distributionen wie beispielsweise Arch oder OpenSUSE Tumbleweed, die natürlich keine 13 Jahre gepflegt werden, sondern da hat man wirklich, ist man immer vorne mit dabei, was Bleeding Edge anbelangt, hat immer die neuesten Pakete. Natürlich auch transitiv dadurch die neuesten potenziellen Bugs, die vielleicht auch reinkommen. Aber dafür weiß man eben, wie andere Distributionen in ein paar Monaten oder Jahren eben aussehen können. In der Mitte gibt es aber auch noch andere Distributionen, wie zum Beispiel Debian, das 3 bis 5 Jahre lang gewartet wird. Ubuntu war auch lange nur 5 Jahre gewartet, ist jetzt aber auch seit einem Jahr bei optional bis zu 10 Jahren mit dabei. Und dann gibt es auch noch so Distributionen wie zum Beispiel Fedora, die circa 1 Jahr gewartet werden. Genau. Also auch diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können festhalten, die Distributionen, die eher länger gepflegt werden, wie eben RHEL, SLES und so weiter, die haben eher den Fokus auf Stabilität und weniger auf Aktualität. Ja? Wobei es da auch mit SLES und OpenSUSE Versuche gibt, das zu kombinieren, also stabil zu sein, aber trotzdem aktuelle Pakete zu haben. Das heißt, zwischen den Service Packs, gerade bei SUSE, gibt es dann doch mal größere Versionsbumps, gerade was den Kernel anbelangt beispielsweise. Ja, und ansonsten, ja, was kann man da noch erwähnen? Also ich bin mir sicher, es gibt noch 5, 6 andere Distributionen, die hier in der Tabelle fehlen. Wir sehen auch an der Paketauswahl, dass es gar nicht so einfach sein dürfte, ein Ubuntu zu maintainen mit ca. 34.000 Paketen, und das bezieht sich hier rein aufs Core OS, also jetzt keine Zusatzrepositories wie beispielsweise Apple, das man ja auch aus dem RHEL-Umfeld kennt. Und auch da gibt es große Variationen. NixOS mit ca. 80.000 Paketen ist auch der Slogan der Paket-Webseite. Und dann haben wir aber auch Distributionen wie zum Beispiel SLES, die nur 13.000 Pakete shippen. Also ich glaube, man kann, auch wenn man nicht alle Distributionen schon mal ausprobiert hat, raussehen, dass es hier einfach eine große Vielfalt gibt. Das ist natürlich prinzipiell was Positives, außer man versucht dafür Code beizusteuern. Dann muss man nämlich versuchen, dieses Chaos zu durchblicken. Und das führt einfach dazu, dass viele EntwicklerInnen sagen, Linux ist für sie eine zu komplexe Plattform, weil es gibt zu viele Linux-Distributionen, es gibt zu viele Paketmanager und es gibt einfach zu unterschiedliche Versionsstände. Meine persönliche Hassliebe ist es ja, wenn man versucht, auf Enterprise-Distributionen in irgendeiner Art und Weise aktuelle Python-Software zum Laufen zu kriegen und danach 2 Stunden feststellt, dass man eine zu alte Python-Version hat und auch in einem Virtual Environment keine neuere sauber gestartet bekommt. Von daher, ich glaube, dass das Problem ist ein sehr reales. Und die Frage, die sich da eben verschiedene Leute gestellt haben, ist, da müsste es doch irgendwie eine Lösung für geben. Also was machen wir? Wir erfinden neue Paketmanager. Neu in Anführungsstrichen, denn so neu sind diese eigentlich gar nicht, wie wir gleich im Folgenden feststellen werden. Namentlich AppImage, Flatpak und Snapcraft sind so die 3 großen Frameworks, die in dem Kontext gerne immer mal genannt werden. Die verstehen sich als Ergänzung und nicht als Ersatz zum klassischen Paketmanager. Das heißt, ihr habt nach wie vor euer RPM, DPKG, apt, Zyber, YAML, was auch immer ihr eben einsetzt oder was eure Distribution einsetzt, sondern es ist mehr eine Ergänzung. Und was das konkret bedeutet, schauen wir uns am besten einfach mal anhand der einzelnen Beispiele an. Und wir beginnen mal direkt mit AppImage. AppImage gibt es auch schon seit einiger Zeit, das ist 2004 nämlich vorgestellt worden von Simon Peter, der auf GitHub und im Internet auch als Pro Bono PD bekannt ist, hieß damals noch Click. Und ja, warum das Ganze Click heißt, das erklärt sich eben einfach darin, dass AppImage keine Installation benötigt und man kann es eben einfach ausführen. Also er wollte hier bewusst die Experience haben, die man auch bei Exe oder DMG-Files unter macOS hat oder die Portable-Apps. Das kennt vielleicht der eine oder die andere auch von euch noch. Man klickt das eben einfach an, man kann es konsumieren starten und muss sich keine Gedanken drum machen. Es hat natürlich zur Folge, dass der Fokus da vor allen Dingen erstmal auf Desktop-Anwendungen liegt und auch auf Desktop-User. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt oder nicht notwendigerweise für Server-Applikationen beispielsweise gedacht, benötigt aber auch keine Runtime. Das heißt, man kann es eben einfach benutzen. Es funktioniert deswegen, weil ein App-Image im Prinzip ein Squash-FS-Container ist,
mittlerweile in Version 2. Die Version 1 nutzte damals noch das ISO-Format, hat dadurch aber auch technologische Einschränkungen. Es bietet nämlich keine Sandbox-Umgebung. Das heißt, eine potenzielle Schadsoftware, die ich mir als App-Image herunterlade und ausführe, kann dann auch vollumfänglich auf beispielsweise meine persönlichen Daten zugreifen und diese verändern oder löschen oder sonst was damit tun. Ebenso gibt es keine Rechteverwaltung. Ja, also Schadsoftware könnte dann, weil sie mit dem gesamten User-Kontext läuft, all das potenziell angreifen, was auch ich nutzen kann. Das Ganze ist also definitiv nicht für Admins designed und man muss es hier wirklich nochmal betonen, es läuft wirklich mit den vollen Rechten des ausführenden Users. Das heißt, auf gar keinen Fall wollt ihr jemals ein App-Image als Root ausführen. Zumindest keines, das ihr nicht kennt oder überprüft habt, was drin steckt. Es gibt eine Webseite, die heißt App Image Hub. Da könnt ihr Anwendungen im App Image Format herunterladen. Das sind ca. 1400 derzeit. Und da sind gängige Applikationen mit dabei. Also schaut gerne einfach mal vorbei. Die Slides gibt es ja auch im Nachgang. Das heißt, da könnt ihr hier potenziell auch sehen, welche Anwendungen da vorhanden sind. Könnt ihr hier einfach auf den Link klicken. Wie benutzt man ein App Image? Wie schon angedeutet, das ist halt ein reiner Container im Squash-FS Format, den ihr per Doppelklick starten könnt. Das heißt, ihr ladet irgendwo im Internet eine Datei herunter, die die Dateiendung .appimage hat. Die macht ihr ausführbar, falls es noch nicht der Fall ist, und könnt ihr dann entsprechend einfach starten. Ein Doppelklick oder mit .slash gefolgt vom Namen und schon wird das Ganze dann zur Laufzeit eingehängt und gestartet. Es gibt so ein paar Parameter auf der Kommandozeilenebene, die man benutzen kann, um mit dem App-Image zu interagieren. Es gibt zum Beispiel --appimage-help, da könnt ihr euch die Hilfe anzeigen lassen. Mit AppImageExtract könnt ihr den Inhalt extrahieren, beispielsweise wenn ihr die Dateien haben wollt, die manipulieren wollt oder eben in ein anderes Paketformat überführen möchtet. Kommen wir später auch gleich noch zu. Und es gibt auch eine Home- und eine Config-Variable für das AppImagePortable. Könnt ihr mit den beiden Schaltern AppImagePortableHome und AppImagePortableConfig anpassen. Und da könnt ihr den abweichenden Pfad für euer UserHome oder für UserHome.config angeben. Ja? Also ich nehme an, die Dateien oder die Programme, die ihr ausführt, die wollen sicherlich in irgendeiner Art und Weise Konfigurationsdateien ablegen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Browser als App-Image benutzt, dann gibt es irgendwo einen Ordner, wo eure Favoriten beispielsweise liegen oder Cookies und aller anderen Daten. Und das kann man jetzt umbiegen auf einen anderen User oder auf einen anderen Ordner, wenn man möchte, um eben das einfach parallel zum systemweit installierten Browser verwenden zu können. Ja? Das wäre so ein Use Case dafür. Ist also echt praktisch, es ist wirklich einfach zu konsumieren. Und die Frage, die sich dann aber stellt, wie verwaltet man das Ganze, wenn man mehrere App-Images auf seinem Rechner benutzen möchte? Naja, es gibt keine zentrale Verwaltung in dem Sinne. Also die Grundphilosophie, die Simon Peter da auch beschrieben hat, ist One App is gleich One File. Ja? Und das Argument hat er auch damals weiter noch ausformuliert. Er hat nämlich gesagt, der Vorteil von App-Image ist es eben, dass man parallel mehrere Versionen einer Anwendung vorrätig haben kann. Und das würde eben mit der systemweiten Verwaltung so nicht funktionieren. Ich kann halt nur einen Firefox in einer spezifischen Version beispielsweise installieren. So, wenn ich jetzt aber mehrere Firefox-Versionen brauche, beispielsweise weil ich in der Webentwicklung unterwegs bin und da eben Dinge testen muss, dann kann es durchaus sehr interessant sein, sich das als App-Image anzuschauen. Dann kann ich nämlich einfach mehrere Versionen dieses Paketes vorrätig haben und starte dann halt eben entsprechend die Version, die ich gerade brauche. Ja. Ansonsten gibt es auch mittlerweile einen Store dafür, beziehungsweise so eine Flutter Store UI, App Image Pool heißt das Ganze. Und es gibt auch ein Tool, App Image Update heißt es. Damit kann man die installierten, also installiert in Anführungsstrichen, das muss ja nicht installiert werden, das wird ja nur ausgeführt. Aber ihr könnt dann die App Images, die ihr habt, eben mit einer Oberfläche sehen und aktualisieren. Das geht dann auch mit dem Dienst im Hintergrund, der App-Image-D, und dann kann man einfach mit dem Rechtsklick im Panel sagen, dieses App-Image updaten beispielsweise. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Simon Peter damals wollte, aber er freut sich darüber, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen und dafür eine Implementation vorgenommen haben. Dieser Store sieht dann beispielsweise so aus, ja, es ist halt wie so ein App-Store so aussieht. Ich denke, jeder oder jeder von euch hat sicherlich schon mal ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand gehalten. Da hat man ja zuweilen eine ähnliche Übersicht, wo man nach Anwendungen suchen kann, die installieren und auswählen kann. Ähnlich sieht das hier entsprechend auch aus. An der Stelle machen wir vielleicht einen kleinen Exkurs zu den D-Bus-Portals. Das wird jetzt nämlich gleich noch spannend, wenn wir über Berechtigungen sprechen.
DBus ist der Desktop-Bus, das ist eine Bibliothek für Interprozesskommunikation oder kurz IPC. Das ist ein Teil von freedesktop.org und ist eigentlich von jeder modernen Linux-Distribution fester Bestandteil schon seit Jahren. Und was das eben uns ermöglicht, ist, dass es über die DBus-Portals sogenannte API-Definitionen zur Rechteverwaltung von Anwendungen gibt. Das heißt, und auch das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr schon mal ein Smartphone oder ein Tablet benutzt habt, dass man natürlich einzelnen Apps Berechtigungen geben und entziehen kann. Zum Beispiel so Dinge wie Zugriff auf die Webcam oder auf den Standort oder ob eine Anwendung Screenshots machen darf. So ein Paradebeispiel wäre da eben eure Banking-App, die ihr vielleicht benutzt. Da darf man natürlich keinen Screenshot machen von der Transaktion, die ihr gerade tätigt, weil das ja potenziell sensible Informationen sind, die man vielleicht nicht unbedingt weiterleiten möchte, ungefragt. Auch so Dinge wie, ob man Dateien lesen und speichern darf, all das ist in diesem API-Definitionskonstrukt so vorgesehen. Und das gibt es ja so halt nicht für App-Images. Ja, also das heißt, wie schon gesagt, eine Anwendung, die ich als App-Image unter meinem User-Kontext ausführe, darf dann prinzipiell erstmal alles, was ich auch darf. Warum das wichtig ist, sind wir gleich bei den anderen Alternativen. Wie sieht denn so ein App-Image überhaupt aus? Also App-Image ist eigentlich auch nur eine Ordnerstruktur. Das heißt, man hat den Namen einer Anwendung, hier zum Beispiel die Hannah Montana App, .appdir, und alles, was sich darunter befindet, ist eben, wird dann zu diesem App-Image. Das heißt, man hat ja zum einen mal ein Startskript oder ein Startprogramm, das ist App Run in dem Beispiel. Und passend dazu gibt es auch noch eine Desktop-Verknüpfung. .desktop ist da die Dateiendung. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr unterhalb von /user, /share, /applications auf eurem Rechner wart. Denn für jede Anwendung, die ihr installiert, wird so ein Desktop-File gepflegt, damit, wenn ihr das Startmenü eures Linux-Desktops, welcher das auch immer jetzt sein mag, GNOME, KDE, X-Face oder was auch immer, das Logo entsprechend angezeigt wird und ihr nicht über die Kommandozeile die Anwendung starten müsst. Passend dazu gibt es auch ein Desktop-Icon und dann habt ihr auch Anwendungen und Bibliotheken, die dann entsprechend mit der Anwendung geshippt werden. Das heißt, ihr könnt dann auch selbst die Bibliotheken, die eure Anwendung brauchen, in so einem App-Image shippen, sodass AnwenderInnen einfach nur einen Doppelklick drauf machen müssen und nicht noch Bibliotheken nachinstallieren müssen. Also der Sinn vom App-Image ist, dass es wirklich alles mitliefert, was ihr braucht zum Starten. Für AppRun gibt es ein Beispiel auf GitHub, das ich hier verlinkt habe. Das setzt halt verschiedene Umgebungsvariablen, zum Beispiel Suchpfade oder Pfad, wo die Bibliotheken liegen beispielsweise, wo Qt-Plugins und Libraries liegen. Und das ist hier auf jeden Fall nochmal zu erwähnen. Das kann man konsumieren, das funktioniert meistens auch. Kann man vielleicht geringfügig nochmal anpassen. Und dieses Skript führt dann eben auch diese .desktop-Datei aus. Jetzt haben wir verstanden, was die grundlegende Architektur ist von so einem App-Image, aber wie baut man jetzt sowas? Naja, das Schöne ist, es gibt viele Optionen. Das vielleicht nicht so Schöne ist, es gibt so viele Optionen und ihr müsst einfach herausfinden, welche für euch die beste ist. Also zum einen ist da einmal der Open Build Service als Beispiel zu erwähnen. Man kann auch bestehende Binärpakete einfach konvertieren, wenn ihr wollt. Travis CI hat Support für App-Images, zumindest war das mein Stand vor einem Jahr. Es gibt ein Tool für Qt-Anwendungen, es gibt für Electron-Anwendungen einen Electron-Builder. Oder man kann natürlich auch einfach die Ordnerstruktur selbst manuell erstellen und dann in ein Squash-FS-Image konvertieren, wenn ihr wollt. Beginnen wir mal mit dem Open Build Service. Das ist empfohlen für Open Source Projekte. Das ist ein Service, der automatisiert Pakete erstellen kann. Und das Ganze gibt es schon seit 2017, also ist schon auch schon eine Weile am Markt, ne? Ist etabliert, nutzen auch viele Open Source Projekte. Und es gibt zum Beispiel den kostenlosen OpenSUSE Build Service. Das ist einer von SUSE oder vom OpenSUSE Projekt betriebener Instanz davon. Aber ihr könnt das auch selbst hosten. Also wenn ihr plant, das wirklich für euren Arbeitgeber beispielsweise einzusetzen oder in eurem Homelab, feel free, könnt ihr einfach auch bei euch selbst hosten. Was man machen kann, ist, dass man auf OBS das Ganze so konfiguriert, dass automatisch das Ganze neu gebaut wird, wenn Abhängigkeiten, die ihr benutzt, zum Beispiel eine spezifische Bibliothek, wenn die ebenfalls auf OBS sind und eine neue Version rausbringen, kann man automatisierten Rebuild anstoßen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch das Ganze automatisch signieren lassen mit dem User Key, sodass dann klar ist, dass das Paket wirklich von Paula Pinkepunk kommt und nicht von Max Mustermann beispielsweise. Und man kann eben auch Update-Informationen einbetten, um Binär-Delta-Updates zu ermöglichen. Klingt jetzt erstmal ziemlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen für das Hello World, das man zu Hause benutzt, aber für größere Projekte sicherlich interessant. Wenn ihr Binärpakete konvertieren wollt, gibt es dafür das Skript Package to App Image. Auch das ist hier verlinkt.
Und das funktioniert technisch so, dass es eben die Binärdateien von Debian, Repositories oder Webseiten herunterlädt. Er gibt also eine Quelle an. Das führt dann Skripte aus, um die Daten zu extrahieren und anzupassen und baut dann anschließend für euch so ein App-Image-Abbild. Ja, das Ganze wird über eine YAML-Datei konfiguriert, wie heutzutage eben vieles über YAML konfiguriert wird. Und das Schöne ist, es gibt auch fertige Vorlagen auf GitHub, die hier eben Recipes genannt werden. Es erfordert aber natürlich Kenntnisse über die Struktur des Paketes. Das heißt, wenn ihr da irgendein fremdes Paket aus dem Internet konvertieren wollt, müsst ihr erstmal gucken, wie die Struktur davon so aussieht. Im Forum gibt es ein Beispiel, ZDoom, das ich hier mal rausstellen möchte, ist hier auch verlinkt, wenn ihr es euch nochmal angucken wollt. Man hat hier einen Namen und dann gibt es hier zum einen den Punkt Ingredients, wo eben dann angegeben wird, welche Inhalte denn hier so rein kopiert oder extrahiert werden sollen. Hier wird jetzt eine Distribution angegeben, das ist hier ein spezifisches Ubuntu-Release, wenn ich es richtig weiß. Und unter Sources gibt man dann entsprechend die Repositories an, wo das Ganze liegt. Also hier sind dann mehrere, einmal hier ja, Main, Universe, Multiverse und irgendwo noch ein Fremdrepository. Genau, das wäre dieses hier. Und dann wird eine spezifische Datei hier angegeben. Das ist jetzt hier das FreeDoom Release. ZDoom ist quasi eine Runtime, um Doom auf Linux ausführen zu können. Dafür braucht man natürlich auch die Inhalte des Spiels. Die sind natürlich Copyright geschützt, aber mit FreeDoom gibt es quasi kostenfreie Replika-Inhalte und die sollen hier natürlich auch noch mit reingenommen werden, weil was nützt mir ZDoom, wenn ich es nicht starten oder spielen kann? Deswegen wird hier auch noch mal in dem Skriptbereich einmal Fremdinhalt heruntergeladen und dann entpackt. Das eigentliche Paketieren oder das Herstellen der Struktur, das erfolgt dann weiter unten in dem Skriptbereich. Da sehen wir dann zum Beispiel, dass in diesem App-Image unterhalb von User Bin wird mal alles rein verschoben, was unter Opt Zdoom liegt, also Binaries sind das vor allen Dingen. Dann wird unter User Share Games Doom wird ein Ordner angelegt und da werden dann die FreeDoom-Inhalte hinterlegt, sodass dann Zdoom beim Starten automatisch diese Inhalte auch finden kann. Die eigentliche Konvertierung, die starten wir dann mit dem Package Wrap Image Kommando unter Angabe des YAML-Dokuments und dann wird hier entsprechend die ganze Logik ausgeführt und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann finden wir am Ende in unserem Ordner einmal dieses App Image, das wir per Doppelklick eben konsumieren können. Das wäre so die andere Vorgehensweise. Und ja, für so ein Hello World oder kleinere Dinge kann man natürlich auch das Ganze manuell erstellen, wenn man möchte. Da ist es auch so, Anwendungsname Punkt AppDir, A und D groß geschrieben, ist eben die Konvention, so soll der Name heißen. Und mit dem App-Image-Tool, das ihr hier runterladen könnt, könnt ihr dann eben daraus ein App-Image bauen. Das heißt, ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel mir rausgesucht. So Leafpad ist so ein ganz einfacher, kleiner, grafischer Editor. Das heißt, in dem Ordner habe ich dann entsprechend einmal das Debian-Paket runtergeladen vom Debian-Repository und habe mir dann den leafpad.appdir-Ordner angelegt und habe dann mit dpkg-x die ganzen Inhalte von Leafpad eben erstmal in den übergeordneten Leafpad-Ordner entpackt und habe dann die einzelnen Inhalte, die relevant sind, hierüber kopiert. Zum Beispiel das Desktop-Icon oder die Desktop-Icons an der Stelle einmal als PNG, einmal als SVG, einmal das Desktop-File und hab dann anschließend einmal hier das AppRun-Beispiel, das ich vorhin schon erwähnt habe, einmal auch reinkopiert, sodass die Ordnerstruktur so aussieht, dass unterhalb von leafpad.appdir einmal AppRun drin ist, einmal eben Desktop-PNG und dann natürlich noch alles mit lib und user habe ich mir hinkopiert, weil ich brauche ja auch die Binärdateien. Man das dann ausführt, dann, ja, wenn man alles richtig gemacht hat, wird dann auch ein Binary eben erstellt, wie wir hier an der Ausgabe sehen, und dann kann man das entsprechend benutzen. So generell sind aber ein paar Sachen zu beachten. Ja, also generell ist zu sagen, dass im App-Image eben alle Bibliotheken und Abhängigkeiten drin sein sollten, die nicht zu so einem Standard-Linux-Grund-Setup gehören. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine spezifische grafische Library installiert oder braucht, dann solltet ihr in das App-Image reinkommen, damit man eben auch mit einem ganz einfachen Standard-installierten Debian, Ubuntu, Fedora das Ganze ausführen kann. Generell müsst ihr auch eine Baseline setzen, was das ältere Betriebssystem oder das älteste Release sein soll, das ihr supportet. Ja, weil eben die glibc-Abhängigkeiten hier Probleme verursachen können. Das heißt, wenn man das Ganze baut auf einem Ubuntu 22, dann läuft das potenziell nicht auf einem Ubuntu 18 beispielsweise. Das heißt, das muss man ausgiebig testen auf jeden Fall.
Und auch so Dinge wie keine hartcodierten Pfade sollte eigentlich auch klar sein, weil das Ganze natürlich zur Laufzeit wo eingebunden wird als Squash-FS-Image. Aber da hat das App-Image-Wiki auch ein paar Beispiele. Man sagt auch so, eine Daumenregel ist, naja, man nimmt das aktuelle minus 1. Das heißt, jetzt wo Ubuntu 22 draußen ist, baut man halt seine App-Images auf Ubuntu 20. Ja, das matcht schon auch ganz gut mit CentOS 8 beispielsweise. Das kann man dann einfach, muss man dann testen. So viel zu App-Image. Wie sieht es denn mit Flatpak aus? Flatpak ist ein weiterer Standard in dem Kontext. Der wurde 2007 erstmalig als Glick vorgestellt. Also auch hier wieder so eine Anspielung auf Click vielleicht. Ne? Ist aber seit 2016 als Flatpak bekannt. Hat auch den Fokus auf Desktop-Anwendungen, wie beispielsweise auch App-Image. Benötigt eine Runtime. Muss auch installiert werden. Braucht aber keine Root-Berechtigung. Also ich kann das Ganze eben im User-Kontext auch unprivilegiert installieren, in Anführungsstrichen, oder ich kann es systemweit für alle User installieren, damit die das Flatpak direkt konsumieren können. Der große Vorteil gegenüber AppImage ist, dass Flatpak Anwendungen in der Sandbox-Umgebung startet. Das heißt, wir haben die Rechteverwaltung über die XDG-Portals, über die ich vorhin gerade gesprochen habe, und ich kann diese Berechtigung entweder über das Desktop-Environment konfigurieren. KDE hat da beispielsweise einen Einstellungsdialog, soweit ich weiß. Oder es gibt auch eine Anwendung, die FlatSeal heißt. Da kann ich für einzelne Flatpaks die Berechtigungen anpassen oder auch abdrehen. Das sehen wir auch gleich auf einer der nächsten Folien. Von der Technik her kann man sagen, Flatpak benutzt entweder OS-Tree oder OCI-Images, was eine ganz andere Technik ist. Auch hier gibt es wieder einen zentralen Store, wobei zentral eigentlich das falsche Wort ist. Also FlatHub ist so die zentrale Webseite, die einigen ein Begriff ist. Aber generell ist Flatpak dezentral. Ja, also man kann sich einen eigenen Store bauen, ist alles dokumentiert, ist quelloffen. Das machen auch beispielsweise Distributionen wie Elementary OS oder Pop OS. Man kann aber auch einfach das FlatHub benutzen, wo die meisten EntwicklerInnen ihre Pakete hochladen. Da gibt es derzeit, Stand heute, hat nochmal nachgeguckt, ca. 2300 Applikationen. Und ein Update ist prinzipiell ein neues Image. Ja, das heißt, mein 50-Megabyte-Paket, da muss ich halt auch ein 50 oder potenziell auch ca. 50 Megabyte großes Update wieder runterladen. Im Moment supportet Flatpak ca. 36 Distributionen und auf vielen ist es sogar schon vorinstalliert. Das heißt, wenn ihr dann Fedora benutzt oder dann Ubuntu benutzt, naja, Ubuntu ist ein schlechtes Beispiel, gerade da ist es ja nicht mehr vorinstalliert seit 22, aber andere Distributionen installieren das eben vor, zumindest in den Desktop-Flavors. Gesetzt im Falle, es ist bei euch nicht so, dann könnt ihr das ganz einfach nachinstallieren. Einfach mit dem Paketmanager eurer Distribution das Flatpak-Paket nachinstallieren. Das heißt eigentlich überall gleich. Einmal den Store hinzufügen, dafür gibt es das Remote-Add-Kommando. Und hier ist eben die URL zum FlatHub-Repository. Wie gesagt, das können auch eigene dezentrale Stores sein. Ihr könnt euch auch gerne selbst einbauen, ist gar kein Thema. Und anschließend kann man mit Flatpak Install, Update, Remove mit den Paketen interagieren und die installieren oder löschen. Jedes Paket hat hier so einen FQDN, naja, eigentlich nicht wirklich, aber es hat einen Namen, wo eben auch Name des Autors drinsteckt und Applikationsname. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, FlatSeal gehört dem User TCHX84 auf github.com. Ja. FlatSeal, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, sieht dann beispielsweise so aus, ist eine kleine grafische Anbindung, da könnt ihr entsprechend die installierten Flatpaks einsehen und könnt die Berechtigungen über die XDG-Portals aktivieren oder deaktivieren. Hier sieht man zum Beispiel den Microsoft Teams Client, den es lange über Flatpak gab. Da könnte man zum Beispiel die Netzwerkkommunikation abdrehen. Ich sehe hier, der darf mit dem XL-Fenstermanager interagieren. Und dann könnte man eben die einzelnen Fähigkeiten alle abdrehen. Das gilt auch für FlatSeal selbst. Also ihr könnt FlatSeal selbst auch die Berechtigung wieder entziehen. Dann wird das Programm aber vermutlich nicht das tun, was ihr davon erhofft. Andere Distributionen, wie hier zum Beispiel der Popshop in PopOS, integriert Flatpak in der Regel auch. Das heißt, wenn ihr danach eine Anwendung sucht, dann findet man eben beispielsweise auch die Ergebnisse aus dem FlatHub, wie hier zum Beispiel der Desktop-Client für den Messenger Signal. Wenn ihr jetzt selbst so ein Flatpak bauen wollt, dann braucht ihr ein SDK dafür, genau gesagt ein SDK und das Tool Flatpak Builder. Auch das könnt ihr wieder über Flatpak installieren, logischerweise. Auch hier gibt es wieder eine YAML-Definition, wo ihr Quellen definiert, also
Ist es Inhalt, der aus dem Git kommt, der aus einer Datei kommt, oder habt ihr irgendwo ein Archiv, das ihr aus dem Netz runterladet und entpackt, wie wir es zum Beispiel vorhin bei Zetum gesehen haben? Und das unterstützt auch verschiedene Build-Systeme. Ist jetzt hier nur ein Beispiel, ich bin noch kein Programmierer, also irgendwie so ein CMake und ein Autotools habe ich schon mal gehört, aber Meson und QMake sagt mir jetzt persönlich nichts, aber habe euch hier die Dokumentation verlinkt, dass ihr da nochmal reingucken könnt. Generell erstellt ihr dann erstmal das Paket und testet das Ganze auch und könnt dann das Paket, das dabei rauspurzelt, in einem Repository hinterlegen, das heißt entweder bei euch im Netzwerk irgendwo oder auf LetHub. Ja, oder auch auf dem eigenen Rechner kann man so ein Testrepo aufbauen. Und ja, wenn das funktioniert, dann ja, kann man das Paket über dieses lokale oder lokal hinzugefügte Repo entsprechend auch installieren. Vielleicht auch hier ein kleines Beispiel an der Stelle. Wir installieren hier einmal mit Flatpak Install das SDK und anschließend legen wir uns mal ein Skript an, das als unsere Applikation sein soll. Ein einfaches Shell-Skript, das Ohio Kilux ausgibt. Und das daraus resultierende YAML-Dokument sähe dann so aus, dass man der App eine ID übergibt. Ich habe jetzt hier mal org flatpak hello genommen, kann dann auch was anderes sein. Ich definiere hier einmal die Runtime und auch eine spezifische Version. Ja, also da kann ich mich auch in der Dokumentation aufschlauen, welche Inhalte so zu der Runtime gehören beispielsweise. Ich gebe das Kommando an, in dem Fall das Shell-Skript, das wir gerade gesehen haben, und dann kann ich mit verschiedenen Modulen mit dem Code interagieren. Ich habe jetzt hier das Simple Build System genommen, weil es ist ein Shell-Skript, das soll halt einfach nur in diesem App-Ordner oder in diesem App-Kontext drin sein. Das ist das, was ihr hier seht. Da wird einfach nur der Install-Befehl eben ausgeführt, der dann dieses Skript an die richtige Stelle packt. Und als Source habe ich hier auch einmal eine Datei definiert, die es lokal gibt, nämlich die hello.sh, die im gleichen Ordner liegt. Huch.
das Mikrofon weiter wegzuräumen. Ist das halbwegs brauchbar? Okay, passt das so? Okay, ich würde vorschlagen, in Anbetracht der Zeit, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Tut mir wirklich aufrichtig leid, dass wir hier nur mit technischen Problemen heute zu kämpfen haben. Leider hat sich jetzt gerade auch der Webbrowser verabschiedet. Wir machen mal weiter. Hier wäre der Flatpak-Builder, der dann entsprechend das Paket einmal übersetzt. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir dann einen fertigen Ordner auf der Festplatte, der Build-Stir heißt. Da können wir uns entsprechend nochmal anschauen, was hier passiert ist. Das heißt, hier findet die ganze Übersetzung statt. Wir haben dann hier einmal unter Files beispielsweise, sehen wir hier die hello.sh, die wir in dem YAML-Dokument referenzieren. Und haben hier unter var beispielsweise auch weitere Daten, die das Tool mitliefert. Wenn ich das jetzt testen will einmal, dann kann ich mit Flatpak Builder und User Install auch nochmal unter Angabe des Ordners und des Programmnamens das Ganze einmal installieren und kann das dann entsprechend ausführen mit Flatpak Run unter Angabe des Programmnamens. Und wir sehen dann hier, dass das Skript entsprechend einmal ausgeführt wird. Wenn ich das jetzt aber schlussendlich in einem Repository veröffentlichen will, da wiederum brauche ich ein weiteres Kommando. Das heißt, ich kann hier unter Angabe eines Repos, hier ist jetzt einfach mal als Platzhalter Repo angegeben, hier wäre dann natürlich noch eine Name und URL eines Repos anzugeben, wird hier der Upload vorgenommen und schlussendlich haben wir für diese Transaktion dann auch eine Bestätigung in Form eines Commits bekommen. Und damit wir das jetzt nutzen können, hier wird es jetzt wieder ein bisschen kompliziert, müssen wir dann auch noch im User-Kontext, was hier Flatpak-User zeigt, habe ich ja schon gesagt, man kann das systemweit einsetzen oder eben einfach nur userweit, kann man hier einmal die Quelle hinzufügen und kann dann hier entsprechend auch eine Installation vornehmen, was wir hier jetzt sehen. Ja, das Flatpak-Install-Kommando unter Angabe Namen des Repos würde dann hier aus diesem Repo die Anwendung, die wir paketiert haben, hochladen bzw. installieren, sodass wir sie ausführen können. Also es ist schon ein bisschen komplexer, als so ein App-Image zu bauen, muss man auf jeden Fall festhalten. Und dritter im Bunde in dem Kontext wäre dann Snapcraft. Ich weiß, das wird sehr hitzig diskutiert. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der größte Freund der Technik, aber es gibt durchaus Use Cases, wo das Ganze durchaus Sinn ergeben kann. Bleiben wir mal bei den Fakten. Snapcraft ist 2014 damals erstmalig vorgestellt worden von Canonical. Fokus ist hier auf Desktop-Anwendungen, aber auch Serverdienste und Drucker-Stacks beispielsweise. Denn Canonical hat das ursprünglich mal für IoT entwickelt und ja, so dass man dann im Nachgang das Ganze noch erweitert hat für Desktop-Anwendungen. Und das ist eigentlich der primäre Use-Case heutzutage, würde ich mal behaupten. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Das Ganze nutzt System D-Features wie Socket Activation. Wir brauchen dafür eine Runtime. Das Ganze muss installiert werden. Auch das kennen wir ja bereits von Flatpak. Es gibt im Hintergrund den Dienst SnapD, der Snaps aktualisiert und der lässt sich aber nicht deaktivieren. Man kann das maximal um, man kennt das Stand, in 60 Tage verzögern. Das heißt, ein Update wird installiert, ob wir das wollen oder nicht. Das muss einfach getan werden. Das ist hier auch eben einer der Kritikpunkte an der Technologie an der Stelle. Die Apps werden in der Sandbox ausgeführt. Wir haben auch hier wieder die XDG Desktop Portals. Und auch AppArmor wird hier unterstützt, das kennen einige vielleicht auch. Das ist eine Technik, die SUSE und Ubuntu vorantreiben, während Red Hat beispielsweise eher SE Linux vorantreibt. Es gibt keinen offiziellen SE Linux Support. Apple hat da experimentiert und hat da ein Paket veröffentlicht. Das ist aber nicht Bestandteil einer fertigen RHEL-Installation, sondern das ist Community Code an der Stelle. Snap hat einen zentralen Store, den sogenannten proprietären Snap Store. Und da liegen auch die ganzen Anwendungen, die man installieren kann. Canonical gibt an, das wird automatisch auf Malware und auch auf Viren getestet. Trotzdem gab es aber beispielsweise 2018 einige Apps, die Crypto-Mining betrieben haben. Und es ist leider relativ intransparent, was da wie getestet wird, ebenso wie viele Anwendungen da drin liegen. Da gibt es sehr wenig Informationen. Also das wird hier bewusst geschlossen gehalten. Das ist weitere Kritik an der Technologie. Zur Technologie können wir sagen, es ist auch wieder ein Squash FS-Image, hat die .snap-Dateiendung
Und es enthält eben die Anwendung und benötigte Bibliotheken. Also auch wie bei Flatpaks shippt ihr da ja idealerweise alles, was man halt eben braucht. Das Image wird dann eingehängt und die Dateien on demand entpackt. Ja, das ist standardmäßig, wird das über XZ gemacht, führt zu einer geringeren Größe von Paketen, kann aber auch optional LZO, dann sind die Files ein bisschen größer, aber sie sind schneller zu entpacken. Das Ganze ist kein Ubuntu-only, also das gibt es auch für RHEL, für Debian, für Fedora, OpenSUSE, Solus und auch Arch Linux, und es gibt transaktionale Updates, was hier eine ganz nette Sache an der Stelle ist. Das große Problem, das viele damit haben, ist, dass Snap so ein bisschen schwer zu greifen ist, was es denn eigentlich bezeichnet. Denn mit Snap können verschiedene Dinge gemeint sein. Also das Marketing ist da ein bisschen uneindeutig. Es gibt zum einen mal Snap als Begriff für die Anwendung und die Abhängigkeiten, damit diese eben ohne Anpassung auf verschiedenen Plattformen und Linux-Distributionen läuft. Wir haben den Snapd im Hintergrund, der die Snaps verwaltet. Wir haben den Snap als Store, der zentrale proprietäre Online-Store von Canonical eben. Und das Framework, um Anwendungen zu bauen, das heißt eigentlich Snapcraft, aber viele referenzieren es auch wiederum als Snap. Das heißt, wenn man sich mit Menschen über Snap unterhält, muss man potenziell nochmal nachfragen, was jetzt eigentlich gerade gemeint ist. Snaps werden in sogenannten Channels veröffentlicht. Da ist das Format immer Track/Risk/Branch. Track ist eben ein unterstütztes Release, zum Beispiel Latest oder Insider. Ja, das kennt ihr vielleicht, wenn man Anwendungen als stabile Version installiert oder als Beta-Version. Dann kann man hier den Kanal eben wechseln. Wobei es hier auch unter Risk nochmal eine extra Kategorie für die Stabilität gibt. Also zum Beispiel sowas wie Stable, Beta oder Edge. Ja, also die neuesten Versionen findet man zuweilen halt auch eben immer unter Edge. Und dann gibt es in Ergänzung aber auch noch den Entwicklungszweig. Also im Prinzip, wie es auch von Git kennt, kann man hier auch nochmal unterscheiden, sodass es dann für spezifische Bugs möglicherweise auch nochmal eigene Branches gibt, die ihr dann benutzen könnt. Das heißt, so ein Snap kann dann zum Beispiel latest/stable heißen oder könnte auch insider/edge heißen oder developer/bugfix0815 heißen. Da muss man immer ein bisschen gucken, was man sich da eigentlich gerade installiert. Neverending Story, die sicherlich einige von euch mitbekommen haben, ist das Thema Snap und Firefox. Das hat ja wirklich für erhitzte Gemüter gesorgt vor 2, 3 Jahren. Und zwar ist es so, seit Ubuntu 21.10 wird Firefox primär als Snap angeboten. Ja, also primär, es gab noch das Debian-Paket, seit 22.04 gibt es das ausschließlich als Snap. Also auch wenn ihr ein apt-get-install Firefox macht, wird eine Hook ausgeführt, die dann Snap triggert. Naja, Vorteil ist natürlich, Mozilla paketiert Firefox. Es ist weniger Arbeit und weniger Verantwortung für Canonical. Das ist ein valides Argument, das ich auch sehr gut nachempfinden kann. Nachteil ist halt durch die Technologie, es sind halt deutlich langsamer Firefox-Startzeiten. Ich habe das mal gemessen vor 2 Jahren, wohlgemerkt vor 2 Jahren. Ja, das möchte ich auch nochmal betonen. Das ist inzwischen 2023 etwas besser geworden, aber damals hat ein Kaltstart halt einfach 21 statt 8 Sekunden gedauert. Und auch im Benchmark, das ist ein bisschen schlechter ausgefallen. Und so ein normaler Start, der war auch um einiges langsamer. Und es war trotzdem potente Hardware. Also das war wirklich eine Mobile Workstation mit einem dicken 8-Core, den ich da benutzt habe. Und ja, das ist halt nicht schön, weil nicht jeder hat potente Hardware. Ich meine, einer der Vorteile von Linux ist ja, dass wir eben auch alter Hardware, die nicht mehr von Microsoft Windows supported wird, zu zweitem und dritten Leben verhelfen können. Und da tut man sich halt keinen Gefallen mit, weil es gibt genügend Leute, die noch i3s oder so benutzen. Und da habe ich auch gelesen, da gibt es durchaus Leute, die dann 50 Sekunden auf den Firefox gewartet haben. Eine Anwendung, mit der wir jeden Tag interagieren, um unseren alltäglichen Dingen des Lebens nachzugehen, war keine wirklich gute Akzeptanz in der Community, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Canonical hat das Ganze dann erstmal gerechtfertigt, dass es halt eine zusätzliche Sicherheit gibt, dadurch, dass man eine weitere Sandbox hat. Ja, also Firefox selbst hat ja schon eine integrierte Sandbox für gewisse Operationen. Und ja, da haben sie quasi nochmal eine Sandbox in der Sandbox, könnte man so sagen, wenn man das möchte. Der erste Start war deswegen so langsam, weil beim Start alle 98 verfügbaren Sprachpakete installiert und entpackt wurden. Architektonisch nicht die beste Idee vielleicht. Sie haben XZ genommen und sie haben dann aber auch später entgegengewirkt und haben dann eben auch bei Firefox in der Version 100.0 in dem Snap-Paket Compiler Flex aktiviert, also einmal Profile Guided Optimization und Link Time Optimization. Das hat dann leicht schnellere Lauf- und Startzeiten verursacht,
Anderes Problem, das dann noch angegangen wurde, dass bei Raspberry Pis und bei AMD-basierten SnapStar der falsche GPU-Treiber erkannt wurde und dann halt das Ganze super ineffizient als Software-Rendering getätigt wurde, was dann halt auch wieder für eine höhere Auslastung des Systems gesorgt hat. Naja, und auf jeden Fall, Canonical und Mozilla haben dann beide die Snaps überarbeitet und Firefox lädt jetzt nur noch benötigte Übersetzungen runter. Das heißt, das kann man herausfinden über die Umgebungsvariablen, welche Sprache haben die Anwender eben eingestellt. Es gibt die GTK-Snaps, die benutzen jetzt LZO statt XZ. Dadurch sind die Pakete ein bisschen größer, aber es lässt sich einfacher eben entpacken und schneller. Das hat dazu geführt, dass man 50% schnellere Kaltstarts hat. Link ist hier verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Das hat Canonical dokumentiert, wie sie das gemacht haben. Und für die Zukunft ist noch weiteres geplant. Sie wollen nämlich die Squash-FS-Dekomprimierung, da ist das Curl-Modul so konfiguriert, dass es single-threaded ist. Das heißt, der 64-Core AMD Threadripper bringt mir gar nichts, weil es auf einem Thread läuft. Das wollten sie ändern. Und ja, auch das Precaching für GTK-Anwendungen war geplant. Dadurch sollten halt auch andere Snaps davon profitieren. Naja, okay. Long story short, bevor wir aus der Zeit laufen, wie baut ihr euch Snap-Pakete? Ihr ahnt es schon, es gibt wieder yet another YAML-Dokument. Da schreibt ihr Name des Pakets rein, Version und Beschreibung. Berechtigungsmodell gibt es entsprechend, das man hier auswählen kann. Und das Bauen des Pakets, das macht Canonical über ein Tool namens Multipass, das sie entwickelt haben. Das ist im Prinzip wie HashiCorp Vagrant, nur dass es halt im Canonical-Ökosystem ist. Das kann halt euch Ubuntu VMs auf Mac, Windows, Linux bereitstellen und schlussendlich purzelt dann am Ende eine Snap-Datei raus. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn man da Standard-Tools genommen hätte und nicht ein eigenes Tool, denn außerhalb der Snap-Bubble kenne ich persönlich niemanden, der Multipass einsetzt. Aber es ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Hier ist ein Beispiel, das ist hier von der offiziellen Snap-Seite entnommen. Da ist hier ein Tool, Test Offline, IMAP, Dummy. Und dann haben wir hier einmal Name und Version und eine Kurzbeschreibung, beziehungsweise auch nochmal eine längere Beschreibung hier. Wir haben hier einmal das Base-Image, also quasi das SDK, das Snap hier benutzen soll. Das ist jetzt hier Core 18, also auf Basis von Ubuntu 18.04. Es gibt für jedes LTS-Release gibt es eine eigene Core-Version, die hier dann verwendet werden kann. Und hier unter Parts gibt man an, welche Dateien man hier entsprechend benutzt. Also das hier scheint offenkundig ein Python-Projekt zu sein, das hier dieses Tool. Deswegen gibt man hier auch die spezifische Interpreter-Version an, gibt den Quellcode an, der hier auf GitHub ist, wo entsprechend dann das Projekt zu finden ist und welche Pakete vielleicht noch gebraucht werden. Python-Anwendungen haben ja immer noch mal weitere Requirements, die zu erfüllen sind. Die werden hier angegeben. Und anschließend haben wir hier unterhalb der Apps-Definition, wo dann das Binary eigentlich schlussendlich liegt, das wir hier ausführen wollen. Das heißt, ihr legt euch einen Ordner an, da eben die snapcraft.yaml und führt dann einmal snapcraft aus. Und dann würde das Tool eben auf eurem Rechner mit Multipass und LXD eben Container bzw. VMs starten, um das Ganze dann zu paketieren. Und wenn dann so ein Snap-File fertig bei rauspurzelt, dann könnt ihr mit snap install dev mode dangerous und der Angabe des Dateinamens das Ganze einmal lokal auf eurem Rechner installieren, um es auszuprobieren. Was soll uns das jetzt alles sagen? Die Frage stellt ihr euch vielleicht auch. Ich glaube, wir haben drei Alternativen, die alle ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Hier nochmal tabellarisch für euch zusammengefasst, wenn ihr das nochmal im Nachgang nachlesen wollt und nicht die ganzen Folien alle durchgehen wollt. Was man hier eben sieht, ist, Flatpak scheint so das Rennen gemacht zu haben, wobei ich das auch nicht ganz 100% sagen kann, weil Snapcraft konnte ich keine verlässlichen Infos finden, wie viele Pakete es da gibt. Man findet die Info nicht auf der Webseite, nicht auf GitHub. Ich habe da auch das Marketing-Team von denen mal angeschrieben, mehrfach, habe nie eine Antwort bekommen, deswegen keine Ahnung. Man kann, glaube ich, festhalten, AppImage ist das schlankste Modell für Desktop-Apps und auch die einfachste Lösung sowohl für EntwicklerInnen als auch für AnwenderInnen, weil man startet es halt mit dem Doppelklick. Flatpaks sind in der Regel weit verbreitet, integrieren sich auch in Software-Shops, auch andere Distributionen haben das. Also man findet das in Fedora, in Arch, in anderen Distros. Ist jetzt keine Red Hat-eigene Lösung oder sowas. Snapcraft kämpft halt schon mit Akzeptanz durch auch die technischen Details, die am Anfang nicht optimal waren. Ich will da jetzt überhaupt kein Bashing betreiben. Es gibt, wie gesagt, sicherlich auch Gründe für diese Technik, aber Canonical hat halt gezeigt, dass sie wiederholt nicht auf die Community gehört haben und dann ist die Community halt irgendwann verärgert. Kann man den Leuten nicht verübeln.
Also Canonical hätte hier einfach schneller und proaktiver auf die Community eingehen müssen, was sie nicht getan haben. Ich persönlich bin der Meinung, quelloffen und dezentral überwiegt immer proprietären Shops, was bei Flatpak eben der Fall ist. Es gibt dezentrale Shops, es ist quelloffen, ich kann mir selbst so einen Store hochziehen, wenn ich das eben möchte. Und der Umweg über Multipath und LXD zum Bauen von Snaps finde ich persönlich unnötig komplex. Sehen auch andere Leute so. Und ich finde halt auch, man hätte das an anderen Tools starten oder testen können und nicht direkt an Firefox, also an der kritischsten Anwendung überhaupt, die wir so tagtäglich benutzen. Aber ja, schlussendlich kann ich nur sagen, choose your own poison, macht was ihr wollt. Es gibt genügend Webbrowser, es gibt genügend Paketformate. Sucht aus, was ihr wollt, was für euch am besten passt. Ja? Also alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Man kann das gut finden, muss man aber nicht. Einfach mal ausprobieren. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich Flatpaks am meisten benutze, weil sie eben sich super ins Betriebssystem integrieren über den Software Store. Und App-Images nutze ich halt auch mal ganz gerne, wenn ich irgendwo bin, wo ich kein Flatpak jetzt habe und auch nicht mit Snaps hantieren möchte. Ich habe da noch so ein paar Links für euch. Die Folien gibt es im Nachgang. Ich werde es auf Mastodon einmal teilen und auch über das Konferenzsystem von der Kilux auch nochmal teilen. Das heißt, da könnt ihr das PDF euch runterladen, könnt ihr nochmal nachgucken. Die einzelnen Seiten, Wikis und Dokus habe ich euch verlinkt. Es gibt hier ein ganz interessantes Interview mit Simon Peter, der Erfinder von AppImage. Es gibt auch einen SUSECON 2017 Vortrag über das Thema, den ich ganz interessant fand. Und auch für Snapcraft gibt es eine gute Doku und ein gutes Hello World, das man hier mal gerne konsumieren kann. Und ansonsten, wenn euch Themen wie diese interessieren, könnt ihr auch gerne einfach alle 2 Wochen mal in dem Focus und Linux Podcast vorbei hören. Da gibt es einmal am Ende des Monats die News des Monats, wo wir alles zusammenfassen, was es so Neues gegeben hat. Und in der Mitte gibt es immer eine thematische Sonderfolge. Da sprechen wir über Konferenzen zum Beispiel oder über Interviews mit Leuten aus der Community. Da auch, wenn da Themenwünsche oder Tooltips bekannt sind, sagt gerne Bescheid. Wir freuen uns immer über Feedback. Und damit just in time, trotz technischer Probleme noch fertig geworden. Ich weiß nicht, ob wir es technisch schaffen, noch eine Fragerunde hinzubekommen. Tut mir wirklich leid, dass wir hier so technische Probleme hatten, dass wir A, verzögert anfangen mussten und hier auch einen Abbruch hatten. War jetzt kein gutes Auftreten für das erste Mal, Kilux. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und das nächste Jahr komme ich dann vielleicht einfach mal vor Ort vorbei und freue mich darauf, euch auch persönlich zu sehen und kennenzulernen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Sehr gerne.